freut mich immer sehr, wenn wir das Thema Kooperation mit der Wirtschaft hier angreifen dürfen, weil wir sehen uns natürlich schon auch als Staat als jemand, der wirtschaftet. Ja? Und ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass wir hier auch in Zeiten, wo es enger wird, wo wir sparen müssen, gemeinsam hier näher zusammenrücken und auch gemeinsam versuchen, diese Themen aufzuarbeiten. Wir sind so wie ein Betrieb, nur ein sehr großer Betrieb. Wenn Sie nur bedenken, im IKT-Bereich gibt der Bund, also die Bundesministerien, ca. 440 Millionen Euro jährlich aus. Wir müssen in den nächsten 5 Jahren davon 250 Millionen einsparen. Das heißt, auch in der IKT gibt es Konsolidierungsbedarf. Hier gibt es ein Potenzial, das wir einsparen können. Das heißt, es geht uns ähnlich wie in der Wirtschaft, dass wenn sozusagen die Einnahmen sinken, wenn die Umsätze sinken, dass wir auch entsprechend die Anpassungen tätigen müssen. Deshalb möchte ich heute Ihnen das Potenzial, das durch IKT erwirtschaftbar ist, ein bisschen näher bringen und hier auf die Synergien hinweisen, die es gibt zwischen Verwaltung und Wirtschaft, wo wir gemeinsam Dinge machen können, wo wir eigentlich sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Ich beginne einmal mit ein paar Rahmenbedingungen. Wir leben in einer digitalen Gesellschaft. Ich glaube, niemand von Ihnen wäre heute hier, wenn wir das Internet nicht hätten, wenn wir elektronische Kalender nicht hätten, wenn wir gewisse Informationen nicht hätten. Und wenn Sie sich die Kennzahlen anschauen und mich beeindrucken, die tagtäglich, obwohl ich mit diesem Thema sehr intensiv verbunden bin, wir haben über 700 Millionen Facebook-User, davon sind immerhin 2,5 Millionen Österreicher dabei. Wir haben 2 Milliarden Internet-User. 5 Milliarden Handyverträge weltweit. In Österreich ist die Penetration des Handys so weit, dass jeder 1,5 Handys in der Hosen- oder Rocktasche mit sich trägt. Wir verschicken pro Quartal ca. 1,8 Milliarden SMS. Man muss sich das einmal vorstellen, welche Informationsflut hier läuft. Und es werden über 7 Terabyte pro Quartal Daten bereits heruntergeladen. Das heißt, da ist eine wahnsinnige Informationsflut, die da stattfindet. Täglich werden 2 Milliarden E-Mails weltweit verschickt und 15 Petabyte, und ich musste mir die Zahl aufschreiben, weil keiner weiß, was Petabyte ist. Ja, also bei Terabyte haben wir noch alle ein Gefühl. An Informationen werden im Internet täglich an Datenzuwachs erfolgen. Aber auch die negative Seite, in Deutschland zum Beispiel haben wir Kennzahlen, dass bis zu 700.000 PC oder Rechner Teil eines Botnets sind und damit Schadsoftware täglich verteilen. Das heißt, das sind so ungefähr die Rahmenbedingungen der digitalen Gesellschaft und da haben wir uns zu profilieren, da haben wir uns zu schlagen in dieser digitalen Gesellschaft gewählt, auch als Verwaltung. Und wir schlagen uns als Österreich ganz gut. Viele von Ihnen kennen das, aber das EU-Benchmarking beweist uns eigentlich immer wieder, dass wir im E-Government sehr, sehr gut sind. Wir haben 2001 gestartet, eigentlich in einem Mittelfeld oder im letzten Drittel fast, und haben die letzten Jahre es geschafft, den ersten Platz zu halten. Das heißt, wir sind Vorzeigeland in der Europäischen Union, wir sind Vorzeigeland in Europa zu dem Thema E-Government und das sollten wir auch für den Standort Österreich unbedingt nutzen und hier Synergien ziehen. Was sind sozusagen die Erfolgskriterien? Die Erfolgskriterien sind die Kooperation. Wir haben hier heute auch als Digitales Österreich und nicht das Bundeskanzleramt primär eine Plattform geschaffen, die all die Stakeholder in Österreich zusammenführt. Wir haben Bund, Länder, Städtebund, Gemeindebund, Wirtschaftskammer und die Sozialversicherungsträger, freien Berufe in einer Plattform vereinigt. Das sind ca. 40 Leute, die sich alle 6 Wochen treffen und hier Schwerpunkte für Österreich im Bereich E-Government ausarbeiten, gemeinsame Standards setzen und Kooperationen schließen. Das ist ein ganz wichtiges Element, dass es hier eine Plattform gibt, und da beneiden uns andere Länder ganz besonders. Wenn die Kollegen zu uns kommen, dann sagen wir, wir haben halt in Österreich einen guten Kaffee, kennen uns und sitzen uns gerne zusammen und reden die Dinge aus. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und deshalb ist auch eine Veranstaltung wie hier heute ein sehr wichtiger Aspekt, um diese Vernetzung zu betreiben, um diese Kooperation, die ganz einfach wichtig ist, weil nur gemeinsam kann man ganz einfach innovative Lösungen vorantreiben und auch gute und effiziente Dinge umsetzen. Wir haben dann unten gelagert 2 Bereiche. Das eine ist das Digitale Österreich-Bund-Länder-Städte-Gemeinde-Kooperation, wo wir eher auf Empfehlungs-
und freiwilliger Basis agieren. Und auf der anderen Seite haben wir das IKT-Bund, das ist ein Gremium der Ministerien, wo wir auf Basis eines Ministerratsbeschlusses sehr konkrete Entscheidungen treffen können. Wir haben das jetzt auch mit dem IKT-Konsolidierungsgesetz, das teilweise sehr umstritten ist, auch hier noch einen Akzent gesetzt, um das besser die Standardisierung und Konsolidierung voranzutreiben. Aber nicht nur sozusagen dieser kooperative Zusammenarbeitsstil ist ein Erfolg, auch ein gemeinsames Ziel. Und unser gemeinsames Ziel im E-Government ist ganz einfach durchgängig elektronische Prozesse, auch im Sinne von One-Stop. Das ist ganz wichtig, dass wir hier sozusagen ein Big Picture haben. Und ich glaube, in all diesen Themen, wo wir uns bewegen, müssen wir eigentlich Bilder haben, wo wir sagen, da orientieren wir uns und die müssen einfach sein. Und dieses gemeinsame Ziel, das zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Kooperation, wo es darum geht, auf der einen Seite elektronischen Zugang zu schaffen, das heißt Portale anzubieten, Informationen anzubieten, Formulare anzubieten, Services anzubieten, Bezahlservices, Zugangsservices, Identifikation. Dann im Backoffice macht es keinen Sinn, das elektronische Formular in Papier voranzutreiben. Hier brauchen wir elektronische Systeme. Das können Fachanwendungen sein, das können Register sein, das können aber auch elektronische Aktensysteme sein. Wir haben heute in den Bundesministerien über 10.000 Arbeitsplätze, die nur mehr elektronisch arbeiten, nicht papierlos, aber elektronisch. Das heißt, wo das Original die Elektronik ist und das Papier immer nur eine temporäre Kopie. Und wir brauchen dann am Ende den Rückkanal zu Bürgerinnen und Bürgern, zu in ihrem Fall zu Kunden und Kundinnen, indem wir ganz einfach das auch elektronisch zustellen und ein Bescheid braucht schon eine gewisse Nachweislichkeit und deshalb auch sozusagen eine Zustellung, die sowohl die nachweisliche als auch die nicht nachweisliche unterstützt. Und dieses gemeinsame Ziel setzt sich wie ein roter Faden durch unsere Tätigkeiten. Ich habe jetzt nur noch einmal versucht, was sind so die Elemente dieser elektronischen Prozesse, und im Wesentlichen geht es darum, Portale für Information zu schaffen, für Transaktion zu schaffen und dann die Elemente Formulare, Bezahlen, Identität und Unterschrift abzudecken durch elektronische Werkzeuge. Am Ende sozusagen dann auch noch die Zustellung, und in Wirklichkeit zeigt sich das genauso wie bei Ihnen in der Wirtschaft, in Wirklichkeit ist das der E-Shop der Verwaltung, weil genau diese Elemente haben Sie auch in einem Amazon, Sie haben ein Bestellformular, Sie haben eine Informationsplattform, Sie müssen dort bezahlen, wenn Sie die Bestellung abgeben, und Sie kriegen eine Bestätigung. Ob das jetzt die Flugreservierung ist, ob das das Buch von Amazon ist, ob das bei eBay ist, Sie haben immer dieselben Themen, und insofern ist die Verwaltung genauso, wie wir das sehen in einem E-Shop. Sie brauchen dieselben Elemente, um hier an Ihre Kunden und in unserem Fall an Bürger und Bürgerinnen zu gelangen. Deshalb ist für uns ganz wichtig, dass wir diese Elemente auch entsprechend adressieren. Und ein so ein Element ist das Thema Identität für die Wirtschaft, einen Zugang der Wirtschaft anzubieten, einerseits auf der Informationsebene und andererseits aber auch Zugang zu Verfahren und zu Informationsverpflichtungen. Das ist heute schon gefallen, Statistikmeldungen und dergleichen. Dazu haben wir dieses Projekt Unternehmensserviceportal geschaffen, wo im Hintergrund das Unternehmensregister abgelegt ist, wo wir heute 1,2 Millionen Entitäten abgebildet haben aus Firmenbuch, Vereinsregister, Gewerberegister und allen anderen sonstigen juristischen Personen, nicht natürlichen Personen, sind hier hinterlegt. Und das Unternehmensserviceportal setzt darauf auf und baut auf die Vertretungen, die dort gesetzlich hinterlegt sind oder die sie gewillkürt hinterlegen, mit den Identitäten auf. Das heißt, wir haben ein Single Sign-On, das wird ab Mitte Mai in Betrieb gehen, im Vollbetrieb gehen, ein Pilot läuft seit September des vergangenen Jahres. Und da kann man dann mit einem Single Sign-On alle Verfahren bedienen. Wir sind dabei, also diese Identitätsfrage auch für die regionalen Portale, wie das eine Stadt Wien oder andere hat, auch anzubieten und hier diese Synergien zu ziehen, dass man hier mit diesem Projekt wirklich für die Wirtschaft einen einzigen Zugang schafft mit einer Identität und nicht sozusagen seine Kleber hat, dort habe ich das Passwort jenes und dieses und so weiter am PC, sondern mit einem Zugang und das am besten auch mit der Handysignatur. Das wird Mitte Mai in Betrieb gehen, es werden dann auch die Vollmachten, die Online-Vollmachten abgebildet werden und Sie haben dann eine Plattform, wo Sie mit der Verwaltung über einen Zugang kommunizieren können.
Was wir auch machen, ist, dass wir dieses Portal auch für B2B-Services anbieten werden. Da gibt es erste Überlegungen, aber da sollten dann auch Services, die zwischen der Wirtschaft angeboten werden, integriert werden können, und Sie ersparen sich als Anbieter eines solchen Services ganz einfach die Identitätsfrage, weil die bekommen Sie gesichert durch das Unternehmensregister und das Rechtesystem im Unternehmensserviceportal. Das ist ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist immer das Thema Identitäten. In einer elektronischen Welt wissen wir ganz einfach nicht, wer hinter dem Gerät sitzt. Das kann mobil sein, das kann ein Fixgerät sein. Das heißt, wir brauchen sowas wie einen Ausweis im Internet und wir brauchen eine Unterschrift. Und wir haben das sehr lange schon mit der Bürgerkarte oder dem Bürgerkartenkonzept abgebildet. Das ist eine Entwicklung, die nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Die Durchdringung ist eine noch enden wollende. Ich frage es einmal nicht, wer eine Bürgerkarte hat oder eine Handysignatur, das erspare ich mir. Aber wir sind ganz einfach am richtigen Weg, und wir sehen das international, dass wir hier ganz einfach eine Lösung haben, die das Single Sign-On für Sie abbildet und wo Sie eigentlich mit einem PIN-Code alles erreichen können. Und wenn ich jetzt das Unternehmensserviceportal hernehme, habe ich sozusagen, wenn ich dort mit der Handysignatur einsteige, kann ich das genauso in anderen Services nutzen. Und ich habe immer wieder denselben PIN-Code. Die Handysignatur ist so, dass wir gehört haben, 1,5 Handys hat jeder einstecken. Also ein SMS-fähiges Handy ist nicht das Problem. Und mit diesen SMS kriegen Sie den Zugang zu den Informationen. Aber mit derselben Technologie können Sie auch Verträge eigenhändig unterschreiben. Die Handysignatur ersetzt die eigenhändige Unterschrift, ist der gleichwertig. Sie können damit Verträge, ein PDF-Dokument, einen PDF-Vertrag unterschreiben. Das ist ganz einfach. Wir machen das mittlerweile bei unseren Angeboten, die wir gegenzeichnen, oder Protokollen, die wichtig sind, ohne Probleme. Auch mein Sektionschef unterschreibt die Zeugnisse nur mehr mit der Signatur, mit der elektronischen, und damit haben Sie ein digitales Original in Händen mit einer Unterschrift. Mittlerweile haben wir auch die Registrierungsstellen sehr weit ausgebaut. Zum Beispiel jedes Finanzamt ist auch Registrierungsstelle. Das heißt, es ist flächendeckend in Österreich eigentlich überall angeboten. Diese Module sind aber nicht für die Verwaltung alleine, weil die Handysignatur bedeutet ja nur die Identität, die Sie bekommen, den Ausweis im Internet, und der ist natürlich personifiziert, und der Roland Ledinger ist immer der Roland Ledinger, egal wo er auftritt, ob er hier heute als BK auftritt, als ADV oder als Privatperson. Ich bin immer dieselbe natürliche Person und einmal identifiziert, und so soll ja auch die Identität im Internet sein. Das heißt, Sie können das auch nutzen. Wir haben das gesehen, zum Beispiel in der Folio Cloud, beim Postmanager oder bei den Zustelldiensten wurde die Handysignatur eingebaut. Das sind einfache Module. Also bei der Folio Cloud war das ein Aufwand von circa 14 Tagen, und es war in dem Service die Handysignatur nutzbar, und Sie haben eine qualifizierte Identität. Es gibt aber auch die entsprechenden Open-Source-Module für Signatur, Signaturprüfung und Identität, wo Sie das nutzen können. Genauso die Module, um eine PDF-Signatur anzubringen. Das ist alles kostenfrei im Internet verfügbar und können Sie jederzeit nutzen. Letzter Punkt ist die elektronische Zustellung. Ich glaube, das ist ein Riesenpotenzial, wenn ich denke, dass wir in der Bundesverwaltung circa 100 Millionen Portokosten ausgeben, dann steckt dort ein gewaltiges Potenzial. Eine elektronische Zustellung kostet heute um die 40 Cent, ein RSA-Brief kostet uns um die 6 Euro herum, 4 bis 6 Euro. Wenn ich noch die Manipulation dazu rechne, geht man davon aus, dass das 8 bis 10 Euro sind. Wenn Sie dasselbe Thema umlegen auf die elektronische Rechnung, das wurde errechnet, dass circa in Österreich ein Potenzial von 700 Millionen Euro zu heben wäre, wenn man das umstellt auf elektronische Rechnungen. Deshalb sehen wir dieses Thema elektronische Zustellung als ein ganz starkes. Wir haben ein System, wo es eigentlich einen Postkasten geben soll für Bürger und Bürgerinnen oder Unternehmer. Mit diesem Postkasten kann man alles einwerfen, sowohl die behördlichen nachweislichen Zustellstücke als auch die privatrechtlichen. Also das ist auch von der Wirtschaft nutzbar und kann man eigentlich ganz einfach sozusagen hier auch die Nutzenpotenziale heben. Abschließend möchte ich Ihnen nur noch mitgeben, dass es eine Reihe von IKT-Themen gibt. Wenn die Themenwolke von Social Media, Cyber Security, Green IT, Apps und Tablets, werden wir täglich mit diesen
Schlagworten konfrontiert, und es geht eigentlich darum, dass wir gemeinsam sowohl Wirtschaft als auch Verwaltung diese Themen bewältigen, und in dem Sinne abschließend müssen wir gemeinsam sowohl die Wirtschaft als auch die Verwaltung auf Veränderungen schnell reagieren können. Das heißt, wir brauchen Strukturen und Infrastruktur, die das ermöglicht. Wir müssen Entwicklungen, die wir sehen, durch Kennzahlen schnell umgehen können. Die Verwaltung muss viel flexibler auch werden, dass wenn wir sehen, dass Themen nicht so laufen, wie das sein soll, dass wir da entsprechend schnell gegenwirken können. Wir müssen unsere internen Aufgaben größtmöglich effizient abwickeln. Wir müssen Innovation leben, aber müssen gleichzeitig Stabilität und Flexibilität darstellen. In dem Sinne geht es darum, dass Verwaltung und Wirtschaft gemeinsam dieses Potenzial I-Bindestrich oder E-Services generell gemeinsam heben, und wir versuchen, das entsprechend durch eine Kooperation auch zu unterstreichen. Dankeschön.